Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Fragda. Ich bin in Sunless Sea. Sunless Sea ist ein... Boah, jetzt wird's schwierig. Ein 2D-Text... Erforschungsbraten-Dings. Das ist echt schwer zu erklären. Ich zeige es euch gleich. Sunless Sea hat ein freies Steam-Wochenende, deshalb kann ich mir das mal so anschauen, ohne was bezahlen zu müssen. Meise kostet das, weiß Gott, wie viel? 20 Euro? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ist ja wurscht. Mit kurz nichts, kostet es nichts und deshalb bin ich da. Fallen Landen habe ich euch schon gezeigt. Das ist ein Text, ganz klassisches Text-Adventure, das ihr spielen könnt über euren Browser für lau. Ist natürlich free to play. Von irgendwas wollen die ja auch leben. Von, ich glaube, Fail Better Games. Schlagt mich nicht. Ich weiß, warte mal, irgendwo ist es doch. Fail Better Games, ohne Link steht's. Gut. Er ist nicht der Publisher und auch Entwickler. Weil das ist ein Indie-Spiel. Und das Sunless Sea ist da drin angesiedelt. So, jetzt klicke ich mal auf New Story, damit ihr seht, was ich meine, wird schwer zu erklären. Ich glaube, also ich habe mir das nämlich gerade eben mal kurz angeguckt, das Spiel. Also, ausnahmsweise habe ich es jetzt hier nicht so gemacht, dass ich das Spiel einfach so starte und anfange zu schwätzen und dabei herausfinden will, was das für ein Spiel ist, sondern ich habe mir das ganz kurz vorhin angeguckt. Das lag eigentlich gar nicht mal so daran, dass ich quasi geplant habe, so wegen, oh Mensch, diesmal will ich, ja, sondern es lag einfach daran, dass die Jungs vom Orden online waren. Ich war im Teamspeak, ich wollte mir das Spiel... Also ich war neugierig auf das Spiel, ich wollte aber auch nicht aus dem Teamspeak rausgehen, um die Aufnahme zu machen. Also habe ich mit den Jungs weitergeschwafelt und habe einfach so mir das Spiel mal angeguckt. Also nicht so nett geplant, aber immerhin. So, das ist, was ihr seht, ist das, was ihr kriegt. Ja, das ist eben diese 2D-Oberfläche. Schöner wird's nicht, wobei ich ja persönlich finde, dass das schon durchaus... ja, passend gezeichnet ist. Jetzt ist es nämlich so, Story, Captain's Making, genau, 30 Jahre zuvor unter der Herrschaft von Kaiserin Victoria, ja, Kaiserin deshalb, weil englische Königin, aber auch Kaiserin von Indien, wurde London, weiß nicht genau, also irgendwie Kampf, weiß nicht, Dämonen, irgendwas. Und wurde dabei irgendwie... Also hier wurde gestohlen von Fledermäusen. Das finde ich ein bisschen seltsam. Ja, auf jeden Fall liegt die Stadt jetzt eine Meile unter der Erdoberfläche. Ja, unterirdisch. Und ist an so eine... Und deshalb ist dieses Wasser, diese Untersee, an der man findet, ist halt quasi in so Höhlen. Ja, stellt euch einfach vor, so, ihr habt euch bestimmt das... schon mal irgendwo eine Doku gesehen. Wenn nicht, habt ihr Hobbit gelesen. Ja, wenn der Gollum in seiner Höhle hockt, im See. Also so unterirdische Seen. Stell dir einfach ein unterirdisches Meer vor. Das ist ein bisschen eine Tradition von eigentlich hier diesen Fantasy-Science-Fiction-Autoren des 19. Jahrhunderts, frühen 20. Hier Jules Verne mit seiner Reise zum Mittelpunkt der Erde, wo man ja auch auf so einen unterirdischen Ozean trifft in dem Buch, oder bei H.P. Lovecraft. Daran ist das, würde ich sowieso sagen, so ein bisschen angelehnt durch dieses schon ziemlich dunkle Gameplay. Also es ist nämlich so, dass man reist ja hier diese Untersee herum, trifft auf Monster und naja, es kommt zu Kannibalismus und es ist ziemlich hardcore eigentlich von dem, was da abgeht. Also es ist irgendwie kein glücklich, wir hüpfen in rosa Kleidchen unter dem Sonnenschein auf grünen Wiesen herumspielt, sondern das ist schon ziemlich dunkel gehalten.
ist ziemlich erwachsen. So, das, was eben dieses Spiel so besonders macht, ist, dass fast alles über Text läuft. Also ähnlich wie in Fallen Landen, wo das eben quasi auch angesiedelt ist in diesem Universum, läuft hier also unheimlich viel über Text. So, ich soll jetzt zum Beispiel mir eine Vergangenheit erschaffen. Ich bin natürlich ein Veteran der Kämpfe. Und das beeinflusst natürlich, was ich habe und wie ich drauf bin. Warum ziehe ich los? Ich persönlich finde das hier eine super Sache, eine eigene Herrschaft zu. Aber das ist irgendwie noch verschlossen. Irgendwann gibt es das vielleicht. Deshalb gehe ich wegen Wohlstand zocke ich los. Also als Veteran glaubt man eher nicht mehr viel außer an Geld. Captain. Jetzt habe ich Bock auf Star Trek. Captain, die Klingonen. Ach, halt Small Check auf. Also jetzt habe ich irgendwie Bock auf Kirk. So, ja, warum nicht? Das ist eine adlige Familie natürlich. So, jetzt, den hatte ich, den da nehme ich. Also das ist das Bildchen, wo man den verwendet. Oh, halt. Ja, ich weiß. Oh, mein gut, Jakob. Wie denn auch sonst? So. Jetzt liegen wir halt in den Docks von London. Und jetzt kann man das so. Jetzt kann man das quasi erforschen. Ach ja, more crew. Ja, wunderbar. Ich habe zwei neue Crew gekriegt. Ich habe dafür aber Geld verloren. Das finde ich jetzt nicht so optimal. Aber ich habe ein Hearth Challenge. Was auch immer. Also, Echoes, das ist die Währung. Ja. Surrender Bond. Ja, Hauptsache Geld verdienen. So, das ist eben mein Schiffchen, die Candid. Ein kleines Dampfschiff ist das, hat immerhin auch ein bisschen Bewaffnung. Ich habe noch Treibstoff dabei und Verpflegung. Das ist der Kolonist, den ich transportieren soll, also Passagier. Das ist eben mein Charakter. Das sind meine Offiziere, die ich habe. Ich habe einen Koch. Und ich habe ein Maskottchen, nämlich ein komatöses Frettchen. Das sind eben die Geschäfte, die es hier in London gibt. Das ist eben die Werft. Hier könnte ich auch andere Schiffe bauen lassen, wenn ich Geld hätte. So ein Dreadnought wäre natürlich super geil, aber 29.000, ich habe 40. So, dann laufen wir mal aus. So, also man ist ja in so einer, man steuert das hier über WASD. So, jetzt ist es so, alles was man quasi neu findet auf dieser Karte, zum Beispiel jetzt hier, da bekommt man so Fragmente. Ich muss mal langsamer fahren, so brauchen wir so viel Sprit. Und da kriegt man ein Geheimnis. Das kann man dann irgendwie anwenden für irgendwas. So ganz gecheckt habe ich auch noch nicht alles. Ich habe das vorhin mal 35 Minuten oder so mal angeguckt. Ja, wir sollen ja nach Norden. Die will ja, der Kolonist will ja nach Wenders irgendwas. Das ist ja versunkene Stadtteil. Ja, die haben Hunger. Und wenn sie irgendwann, wenn die Vorräte alle sind und kein Land in Sicht, fressen sie sich gegenseitig. Sie fressen euch. Und Terror ist halt einfach die Angst, die die Leute da haben, wenn sie hier im Dunkeln
rumeiern. Wenn man das Licht zum Beispiel abschaltet, dann steigt der Terror viel schneller, also die Leute haben viel mehr Angst. Wenn man das Licht anhat, wird man eher entdeckt von Monstern und Piraten, die es hier gibt. Ja, man neigt die ganze Zeit dazu, irgendwie auf Vollgas zu gehen. Aber man verbraucht dabei viel zu viel Sprit. Das ist so eine gezähmte Fledermaus, die man ausschicken kann zum Aufklären. Ah, gut. Weit nördlich von uns liegt hier unser Ziel. Meine Erfahrung ist, dass man am Anfang auf jeden Fall sich relativ dicht an der Küste halten sollte. Zum einen wegen der Entdeckung von so Fragmenten. Und dann gibt es immer wieder so Siedlungen mit Hafen und mit Docks, wo man Nahrung und Sprit aufnehmen kann, wenn man dann Geld hat. Das ist eben so eine Krux in dem Spiel. Es kostet alles unheimlich viel Geld. Man hat einfach kein Geld. Man muss halt irgendwie so Abenteuer, also hier so durchklicken durch so Abenteuer und hoffen, dass man da Geld kriegt. Oder man muss halt Passagiere fahren, einen Handel treiben. Und das ist halt nicht sonderlich gnädig zu einem, das Spiel. Jetzt habe ich das mal auf Steam kurz so ein bisschen durchgelesen, so die Kommentare von anderen Spielern. Jetzt ist es so, dass da die Meinungen sehr auseinandergehen. Ah, ich habe das Secret gekriegt. Ja, ich habe halt nur einen, deshalb ist das halt. So, jetzt könnte ich aber eben dieses Secret anwenden. Machen wir jetzt aber mal nicht. Also, also die Meinungen gehen auseinander. Die eine Gruppe sagt, naja, man kann schon eigentlich ganz gut Geld machen in dem Spiel, indem man halt alles erforscht und halt diese Passagiere und sowas macht und diesen Handel. Und die andere Gruppe sagt, das ist alles irre aufwendig. Und die meiste Zeit ist man dann doch mit relativ wenig Geld unterwegs und kann sich viele Möglichkeiten gar nicht leisten, die halt einem geboten werden. Und die neigen dazu zu sagen, man grindet sich in dem Spiel halt, indem man, wenn man mal rausgefunden hat, wo man Geld machen kann, also eine bestimmte Position, wo man was günstig kaufen kann, woanders günstig verkaufen, also ja, mit ordentlich Gewinn, sodass man dazu neigt, irgendwie 50 Mal die gleiche Route hintereinander immer wieder zu fahren, bloß halt um Geld zu scheffeln. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, die sagt, man kann relativ einfach die Savegames editieren und man kann sich das Geld einfach reinschreiben, das man haben möchte. Das ist zwar im Prinzip gecheatet, ne, was heißt im Prinzip, das ist gecheatet, aber die sagen, das Spiel ist, bietet unheimlich viel, gerade was Abenteuer so angeht, und dass man nie Geld hat, das limitiert den Spielspaß ganz gewaltig. Wenn man aber wegen Geld sich keine Sorgen mehr machen kann, muss, dann kann man dieses Spiel einfach sehr sorgenfrei erkunden. Und das wäre eben sowieso der Reiz in dem Spiel, dieses Spiel zu erkunden und diese vielen verschiedenen Adventures zu machen, also hier diese Quests. Und wenn man einfach die Kohle hat, dann kann man auch unheimlich vieles machen. Oh, das ist ein Monster, da darf ich mich, also so wilde Fledermaus, irgendwas. Die sind extrem aggressiv, die machen ruckzuck das Schiff kaputt. Ja, ich kenne mich damit jetzt schon aus. Was? White Seabird. Also einer meiner, meiner Crewmitglieder, ein Matrose, hat eine weiße Seefledermaus gesehen und hält er ihn für einen göttlichen Boten von dem Gott Salz. Jetzt ist es so, wenn ich quasi die Aufmerksamkeit dieses Gottes gewinnen will, indem ich halt die Fledermaus fütter, das kann ich machen. Aber dann verkrümmelt sich einer meiner Besatzungsmitglieder aus lauter Angst. Das halte ich für ziemlich bescheuerte Idee.
Also persönlich muss ich sagen. Dass ich das trotzdem wieder so machen würde, auch wenn ich dabei ein paar, einen meiner Seeleute verliere. Ja genau, der Crewman verkrümmelt sich mit einem. So, ich verliere den, ich verliere fünf Fra nee, ich bekomme fünf Fragmente, die Aufmerksamkeit einer der Götter erlangt. Warte mal. Wie denn jetzt plötzlich im Süden? Ich habe gedacht, das wäre Nordwesten. Southeast. Südost. Darüber müssen wir. Geht langsam der Sprit aus. Da, Discovered Vendor Point. Ach, das ist das da hier schon? Nee, ich will mich nicht mit denen da rumkloppen. Toll. Und schon ist das Schiff beschädigt. Ich habe ihr Kavalleriesäbel und ihren Blitz. Ich habe ein Artefakt bekommen. Ja, aber wir müssen trotzdem was kaufen. Und ich habe nicht mehr viel. Ich kann entweder Supply kaufen oder ich kann Sprit kaufen. Naja, das wäre pleite. Ja, und das ist halt letztlich so ein wir müssen gucken, dass wir irgendwie. Toll, das geht nur mit. Die Stoffe müssen abhauen.
Also, ich muss ja ehrlich sagen, ich verstehe schon die Leute, die sich dann sagen, bevor ich mich hier hinhocke und grinde, schreibe ich mir lieber den Safe Game um und erforsche dieses Spiel wirklich tiefenentspannt. So. Ich habe das jetzt mal ausgemacht, weil ist mir so laut. Ich bin mir jetzt sicher, wie weit oder wie viel ich hier noch zeigen soll. Das Problem, also ich glaube, das ist ein Spiel, das man entweder liebt oder das man hasst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel nicht polarisiert. Das ist ein Spiel mit unfassbar viel Text, der nun mal in Englisch ist. Das heißt, jeder, der nicht in der Lage ist, sich darauf oder keine Lust drauf hat, sich auf sowas einzulassen, der kann mit dem Spiel schon mal prinzipiell nichts anfangen. Wenn man jetzt nicht unbedingt in der englischen Sprache sehr bewandert ist, und ich muss ehrlich zugeben, es gibt auch eine Menge Wörter im Wortschatz der englischen Sprache, die ich auch nicht sofort weiß, da muss ich auch entweder einen Translator aufrufen oder ich muss ganz klassisch hier mein Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch aus dem Schrank nehmen und einfach nachgucken, was das Spiel überhaupt von mir will. Das ist natürlich nicht unbedingt, was man so entspanntes Casual Mainstream-Zocken nennt. Ja. Das ist halt ein sehr spezieller Indie-Titel. Ich muss sagen, wenn man sich darauf einlässt, dann glaube ich, das ist ein sehr großartiges Spiel, wenn es darum geht, unheimlich viele coole Sachen im Prinzip zu erlesen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sehr viele Leute dieses Spiel gar nicht mögen. Und das mit dem Geld finde ich persönlich auch eine schwierige Sache. Das Spiel ist halt extrem hart und geizig, was Geld angeht, aber man ist halt unfassbar abhängig von Geld wegen Sprit und Nahrung. Also im Moment würde ich ehrlich gesagt zu tendieren, erstmal jetzt einen Cut zu setzen und das jetzt einfach als allererstes Video zu dem Spiel mal ins Archiv zu nehmen und mir dann anzugucken, wie man so ein Safe Game editiert, um mir da Geld reinzuschreiben. Nicht, weil ich der Meinung bin, das ist eine super Idee, sich da irgendwie Geld zu cheaten. Ich glaube, man nimmt sich dann schon einen gewissen Teil vom Spiel, der das Spiel überhaupt erst so schwierig und reizvoll macht. Aber ich denke, um das Spiel ein bisschen mehr zeigen zu können, ohne dass ich jetzt auch anfange, 5 Stunden am Stück irgendwie herumzukrinden, nur damit ich ein bisschen Geld bekomme, damit ich euch mehr zeigen kann, als nur die Westküste, also hier die Küste bei London, wo ich innerhalb kurzer Zeit von der Fledermaus gefressen werde, wäre das vielleicht gar nicht so doof, ein zweites Video zu machen, wo ich richtig Geld habe, wo ich mir ein größeres Schiff zum Beispiel kaufen könnte, das ein bisschen mehr aushält, eine volle und einfach mal Besatzung rekrutieren und einfach mal verschiedene Quests machen zu können, für die ich halt Geld brauche, damit ich ein bisschen mehr von dem Spiel auch zeigen kann. Ich habe ja jetzt wegen dem freien Steam-Wochenende eh nur 1,5 Tage Zeit für das Spiel. Das heißt, ist jetzt so im Prinzip vergebene Liebesmühe, wenn ich mich hier hinhock, grind mir ein ab, um auf Geld zu kommen, dann ist die Zeit abgelaufen. Also ich habe mit meiner Zeit auch ein bisschen was Besseres zu tun. Wenn ich das Spiel jetzt gekauft hätte, dann wäre das was anderes. Dann könnte ich mir wirklich überlegen, hier mal ein langes Let's Play zu starten, wo es mir auch nichts ausmachen wird, auf dem klassischen Weg, das auszuprobieren, entweder mit dem Grinden oder mit dem Erforschen, in der Hoffnung, dass das klappt mit dem Geld. Das sieht nämlich schon spannend aus. Und ich habe ehrlich gesagt kein Problem mit sehr textlastigen Spielen. Ich bin halt ein alter Sack. Ich werde euch noch ganz viele alte Rollenspiele zeigen, Adventures aus den frühen 90ern und späten 80ern. Das ist im Prinzip nur Text. Also grafisch kann man das meistens in die Tonne treten, was damals lief. Vor allem aus heutiger Sicht. Also das macht mir jetzt nicht so viel aus. Und mein Englisch-Wortschatz zu verbessern, finde ich eigentlich immer eine schlaue Idee. Also gut, aber an der Stelle würde ich jetzt trotzdem erstmal einen Cut setzen, weil für das Infacta Games Archiv haben wir ja schon mal jetzt grundlegend mal gesehen, wie sieht das Spiel aus, wie spielt man das Spiel, was ist das überhaupt für ein Spiel. Das ist ja auf jeden Fall schon mal erfüllt. Ne? Soweit so schön. Und für alles andere sehe ich euch nochmal in einem zweiten Video. Dann bis gleich. Tschö.